Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Chancen des kostenlosen ÖPNV nutzen. Ein wenig habe ich mir die Augen gerieben, als ich den Titel dieses Antrags gelesen habe. Denn vor genau einer Woche haben wir dieses Thema ja schon in einer Aktuellen Stunde diskutiert. Ich habe Ihnen erklärt, dass es so etwas wie ein Free Lunch nicht gibt. Und wie der Kollege Hartmann es auch gerade sagte, wird es am Ende so sein, dass der Bürger das ganze Spektakel dann eben zahlt über Steuern und Abgaben, wenn er keine Fahrscheine mehr kaufen muss. Die Bundesregierung war schon dabei, dass vollmundige Versprechen des kostenlosen Nahverkehrs wieder zurückzuziehen. Und am Montag haben dann auch noch alle fünf von den ausgesuchten Modellstädten erklärt, dass sie den kostenlosen ÖPNV jetzt gerade nicht in ihr Programm aufnehmen wollen. Wollen Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Grünen Fraktion, die gerade wieder wachgekitzelte 68er-Träumerei vom Nulltarif weiter am Leben erhalten in der Debatte? Wer Ihren Antrag genauer liest, merkt schnell, dass Sie wohl selbst begriffen haben, dass das nicht weiterführt. Also sind Sie dazu umgeschwenkt, die Brüsseler Drohung mit einem Vertragsverletzungsverfahren, mit einem politischen Kotau zu begegnen, mit olympischen Höchstnoten in korrekter Haltung. Was hat das denn mit diesem Vertragsverletzungsverfahren auf sich? Die EU-Kommission überzieht damit 12 Staaten, in deren Städten Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. Höchst ambitionierte Grenzwerte. Ich zitiere hier den Kollegen Wittke von der CDU. Statt den Kotau zu machen, muss man die ganze Sache aber erst einmal hinterfragen. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm NOx pro Kubikmeter Luft geht offensichtlich auf eine Empfehlung der WHO zurück. Diese hat aber nur epidemiologische Rechnungen mit großen Sicherheitsmargen durchgeführt, aber eben keine medizinisch-wissenschaftlichen Untersuchungen. Bei der Festlegung dieses Grenzwertes in der EU wussten möglicherweise nur ein paar grüne Strippenzieher wirklich ganz genau, was sie da taten. Die amerikanische Umweltbehörde EPA dagegen, meine Damen und Herren, die sicher nicht lasch ist, betrachtet unterhalb von 100 Mikrogramm die Luftqualität als gut. Das ist das 2,5-fache des europäischen Werts. Bei uns wird nun der ganz große Hebel durch die Gerichte angesetzt, um die 40 Mikrogramm durchzusetzen, koste es, was es wolle. Deshalb haben wir jetzt die Diskussion über die Dieselfahrverbote. Die Wirtschaft ist in Aufruhr und es gibt eine riesige Verunsicherung bei 13 Millionen Dieselbesitzern über den Wertverlust ihrer Autos. Es geht da, meine Damen und Herren, um zweistellige Milliardenbeträge. Da kann das Bundesverwaltungsgericht dreimal die Verhältnismäßigkeit der Mittel bei der Verhängung von Fahrverboten verlangen. Meine Damen und Herren, auf der politischen Ebene hat diese Diskussion längst jede Verhältnismäßigkeit verloren. Die EU tritt in dieser Sache jetzt wie ein Obrigkeitsstaat auf. Aber auch die Akteure auf der EU-Ebene müssen die Verantwortung für das Chaos tragen, das jetzt in der Praxis die anscheinend nicht umsetzbaren Grenzwerte anrichten. Was heißt das für das Vertragsverletzungsverfahren? Auch der Grenzwert selbst, meine Damen und Herren, muss überprüft werden. Verlangen wir doch das zusammen mit den anderen betroffenen Staaten. Auch dazu müssen wir im Sinne des Antrags der Grünen die Bundesregierung auffordern. Gleichzeitig muss der vernünftige Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen für Luftverbesserung umgesetzt werden, wie die Nachrüstung bestimmter Fahrzeuge und die Erneuerung veralteter Fahrzeugflotten. Übrigens, Herr Kollege Hofreiter, wenn Sie die Zeitung genau lesen, ein Autohersteller hat betrogen. So kann man den drohenden Fahrverboten am besten begegnen. Und dass die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das in ihren Antrag schreibt, drohenden Fahrverboten entgehen, erkenne ich ausdrücklich an.
Aber gerade Ihnen empfehle ich dazu einen einfacheren Weg. Rufen Sie doch mal Ihre Parteifreunde im rot-grünen Hamburger Senat an und sagen Sie denen, dass sie den Unsinn mit den Hamburger Fahrverboten sein lassen sollen. Ich fasse zusammen. Die Alternative für Deutschland ist bei maßvollen Ansätzen sofort und gerne dabei. Beim kostenlosen öffentlichen Nahverkehr sind wir äußerst skeptisch und bei Fahrverboten ganz dagegen. Vielen Dank, Herr Kollege Wiele. Als Nächster hat für die Freien Demokraten der Kollege Thorsten Herbst das Wort.